In den letzten Tagen sorgte dieses Bild hier für einige Fragezeichen. Viele Leute fragen sich, was machen die da mit der 747? So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Dieses Flugzeug trägt den Namen Cosmic Girl. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns heute mal ganz genau an. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und ganz entspannten Video am Samstag. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen natürlich schon mal ein schönes Wochenende. Also, viele von euch wissen sowieso wahrscheinlich schon, wo das Ganze jetzt hinführt. Und zwar, wir sind schon häufiger mal in verschiedensten Videos über eine spezielle Funktion der Boeing 747 oder auch über eine spezielle Funktion der Boeing 707 gestolpert. Und zwar die Fähigkeit, ein fünftes Triebwerk unter den Tragflächen zu tragen. Ein fünftes Triebwerk aber nicht, um die Leistung irgendwie zu steigern oder sowas. Da gibt es keine Spritleitungen, die beispielsweise dann durch die Tragfläche zu diesem fünften Triebwerk laufen, sondern es geht darum, ein Reservetriebwerk mitführen zu können. Dieses Ersatztriebwerk muss dann nicht wahnsinnig aufwendig mit dem Schiff von A nach B gebracht werden und dann noch mit dem LKW weiter oder wie auch immer. Oder man muss dafür extra ein Frachtflugzeug ordern. Das war beispielsweise bei der gestrandeten 777 der Swiss in Grönland der Fall. Sondern man kann dieses Triebwerk, was ja in diesem Fall wirklich nur ein sehr großes und unhandliches Ersatzteil ist, man kann das einfach unter das eigene noch verbliebene Flugzeug drunter klemmen und dann damit von A nach B fliegen. Und das klingt so ja schon mal nach einer ziemlich cleveren Funktion. Aber wirklich genutzt wurde das bei den Fluggesellschaften in den letzten Jahren dann doch eher selten. Der letzte Fall, der mir jetzt auf die Schnelle einfällt, der war im Jahr 2016. Da hat die Fluggesellschaft Qantas diese Funktion an Bord ihrer Boeing 747-400 genutzt, um ein Ersatzteil in Form eines Triebwerkes für eine 747-400 an einer 747-400 von Australien nach Südafrika zu bringen. Es war in diesem Fall der einfachste und damit auch kostengünstigste Weg, um dieses Ersatzteil darunter zu bekommen. Das aber nur am Rande. Jetzt geht es um das Flugzeug mit dem Namen Cosmic Girl, eine ehemalige 747-400 der Virgin Atlantic. Und wichtig ist, dass dieses Flugzeug eben genau diese Funktion mit dem dort anhängbaren fünften Triebwerk, das hat diese 747-400 auch. Nur dass da eben kein Ersatztriebwerk hängt, sondern da hängt eine Rakete drunter. Cosmic Girl ist nämlich eine sogenannte Air Launch Plattform. Und ihr erinnert euch bestimmt, wir haben in den letzten Monaten schon sehr häufig über solche Flugzeuge gesprochen. Über Flugzeuge, deren Aufgabe es ist, eine Rakete auf eine gewisse Höhe zu bringen, die Rakete dort auszuklinken und sie von dort aus starten zu lassen. Das ist mit Cosmic Girl und ihrer unter der Tragfläche hängenden Rakete an der Stelle, wo eigentlich das fünfte Triebwerk hätte angebracht werden können, das ist mit diesem Flugzeug tatsächlich gar nichts anderes. Es ist wieder nur ein Unternehmen von zahlreichen Unternehmen, die dieses Vorhaben in dieser Form praktizieren, um Raketenstarts Stück für Stück auf ein neues Level zu heben und sich für die nächsten Jahre in diesem Gebiet Marktanteile zu sichern. Aber bleiben wir erst einmal bei Cosmic Girl an sich und schauen uns erstmal an, was das überhaupt für ein Flugzeug ist. Es handelt sich dabei, wie eben schon angesprochen, um eine Boeing 747-400. Gebaut wurde das Flugzeug im Jahr 2001 und von da an war die Maschine auch bei der Fluggesellschaft Virgin Atlantic unterwegs und in London Heathrow zu Hause. Cosmic Girl ist jetzt eine von fünf Boeing 747-400, die den aktiven Passagierbetrieb der Virgin Atlantic in den letzten Jahren schon wieder verlassen mussten. Aktuell fliegen jetzt noch 8 Maschinen des Typs bei Virgin Atlantic mit einem Durchschnittsalter von knapp 20 Jahren. Verschrottet wurde die 747 mit der Registrierung Oscar Whisky dann aber glücklicherweise nicht, sondern das Flugzeug wanderte aus dem aktiven Passagierbetrieb der Virgin Atlantic in die Flotte der Virgin Galactic. Also blieb innerhalb der Virgin Group unter der Leitung von Richard Branson. Das Unternehmen Virgin Galactic gibt es seit mittlerweile 15 Jahren und dort hat man es sich zur Aufgabe gemacht, den Weg in den Weltraum, den Weg ins All, touristenfreundlich zu machen, also Weltraumflüge für Touristen anzubieten. Und das klingt wahrscheinlich einfacher, als es am Ende des Tages wirklich ist, aber da ist das Prinzip tatsächlich ein wirklich ähnliches. Die Maschine mit den Touristen an Bord, die wird durch ein sogenanntes Mutterflugzeug, durch ein Trägerflugzeug erst einmal auf eine Höhe von deutlich über 40.000 Fuß gebracht. Im Idealfall geht man da eher in Richtung 60.000 Fuß, aber so weit ist man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Dort wird dann, zumindest aktuell, das sogenannte Spaceship 2 ausgeklinkt und fliegt dann mit den Touristen weiter, während das Trägerflugzeug wieder zurück zur Erde fliegen kann. Und wenn man jetzt mit Hilfe dieses Trägerflugzeuges Touristen mehr oder weniger effizient in Richtung All schießen kann, na, dann sollte das ja auch mit anderer Nutzlast in Anführungszeichen funktionieren, beispielsweise Satelliten.
Und da stellte sich jetzt schnell heraus, dass das eigentliche Trägerflugzeug, das für diese Touristenflüge genutzt wird, dass das da sehr schnell an seine Grenzen stößt beim Thema Gewicht. Also musste ein größeres Trägerflugzeug her und das ist eben genau diese Boeing 747-400, die im Jahr 2015 von Virgin Atlantic zu Virgin Galactic wechselte. Soweit also erst einmal an dieser Stelle. Launcher One war der Name oder ist der Name der Rakete, die man eigentlich unter das Trägerflugzeug White Knight 2 hätte hängen wollen, aber dann wären eben nur Nutzlasten von etwa 200 Kilogramm möglich gewesen und das ist auch für heutzutage immer kleiner werdende Satelliten wirklich nicht wahnsinnig viel. Die Nutzlast der Rakete wurde jetzt also gesteigert. Dafür musste der Treibstofftank dann auch noch größer werden, der Motor, das Triebwerk musste überarbeitet werden, musste größer werden und so wurde letztendlich natürlich die ganze Rakete größer. Das Trägerflugzeug White Knight 2 war zu schwach für die ganze Nummer, Cosmic Girl musste her, denn Cosmic Girl ist stark genug, ist immerhin eine 747. Die heutige Version der Launcher One gestartet unter einer Tragfläche der Boeing 747-400. Das Ding hat jetzt die Möglichkeit, knapp 500 Kilogramm Nutzlast vernünftig ins All zu befördern. Diese 500 Kilogramm kann man auf eine etwa 230 Kilometer hohe Umlaufbahn, sonnensynchrone Umlaufbahn bringen und ist das Ding nur beladen mit etwa 200 Kilogramm, also mit der Nutzlast der vorherigen Launcher One Version, dann kommt man damit sogar knapp 500 Kilometer hoch und das ist schon ganz ordentlich. Damit kann man durchaus was anfangen und die Möglichkeiten, die sind da auf jeden Fall noch erweiterbar. Cosmic Girl macht da durchaus noch ein bisschen was an Gewicht mit. Und so kapselte sich mit der Zeit das Produkt Launcher One immer weiter vom eigentlichen Produkt der Virgin Galactic ab. Also Virgin Galactic, die hatten ja jetzt das Trägerflugzeug White Knight 2 und die hatten ihr Spaceship 2, aber mit Launcher One hatte das jetzt echt gar nichts mehr zu tun, deswegen gründete man im Jahr 2017 ein weiteres Unternehmen, Virgin Orbit. Und seitdem das Unternehmen gegründet ist, dort ist jetzt der Launcher One zu Hause und damit auch Cosmic Girl. Einen Satelliten in den nächsten Jahren mit Hilfe von Launcher One und mit Hilfe von Cosmic Girl mit der Boeing 747-400, diesen Satelliten ins All zu bringen, das soll nicht mal mehr 10 Millionen US-Dollar kosten. Und das wäre schon ein wirklich guter Preis dafür. Aber wirklich marktreif ist das Ganze noch nicht. Man befindet sich dann noch in der finalen Testphase. Um die Rakete starten zu lassen, fliegt Cosmic Girl erst einmal vollkommen normal auf eine Höhe von 35.000 Fuß. Der Pilot oder die Pilotin, also soweit ich weiß, gibt es da zum aktuellen Zeitpunkt 7 Piloten, die mit diesem Flugzeug unterwegs sein können und eine Pilotin. Also Pilot oder Pilotin zieht dann das Flugzeug auf 30 Grad nach oben, auf 30 Grad Pitch ab und dann wird die Rakete ausgeklinkt, fällt ein kleines Stück runter, die Boeing 747-400 dreht in dieser Zeit nach rechts ab, die Rakete wird gezündet und Launcher One kann in Richtung All weiterfliegen, während die Boeing 747-400 nach diesem etwas gewöhnungsbedürftigen Manöver ganz normal wieder zum Startflughafen oder wohin auch immer zurückkehren kann. Die großen Vorteile an der Art und Weise, eine Rakete so starten zu lassen, die liegen erst einmal ziemlich klar auf der Hand. Mit Hilfe der 747-400, mit Hilfe von Cosmic Girl, kann Launcher One die ersten 35.000 Fuß ohne eigene Anstrengung zurücklegen. Und das sind die schwierigsten 35.000 Fuß, denn die ersten 35.000 Fuß Höhe, die zurückgelegt werden müssen, das sind ja eben die mit der dichtesten Luft. Eine Umgebung, in der sich die 747-400 sehr viel wohler fühlt. Auf große, mehrfach ausgeführte Booster kann bei dieser Rakete also erst einmal tatsächlich verzichtet werden. Die wären ja genau dafür da gewesen, die Rakete durch die ersten 40.000, 50.000 Fuß zu tragen. Und einen Großteil dieser Höhe kann man eben schon mit Hilfe von Cosmic Girl zurücklegen. Beziehungsweise ist Cosmic Girl quasi die erste Boosterstufe für diese Rakete mit dem großen Vorteil, dass man diese Boosterstufe immer und immer wieder verwenden kann. Der nächste große Vorteil besteht natürlich darin, dass man aufgrund des Trägerflugzeuges nicht an einen festen Ort für den Raketenstart gebunden ist. Das kann so einen Raketenstart durchaus erleichtern, denn man fliegt, zumindest ganz einfach gesagt, man fliegt einfach dahin, wo es einem am besten passt. Starten soll die 747 Cosmic Girl mit der Launcher One übrigens ab dem Jahr 2020, also bereits ab nächstem Jahr, vom sogenannten Cornwall Weltraumbahnhof, in denen zum aktuellen Zeitpunkt immerhin knapp 30 Millionen Dollar investiert werden, um den dort befindlichen Flughafen jetzt überhaupt erst einmal zu einem solchen Weltraumbahnhof umzubauen. Das Unternehmen Virgin Orbit soll damit die Möglichkeit bekommen, revolutionäre Raumfahrt nach Großbritannien zu bringen. Ob das wirklich klappt, das bleibt tatsächlich ganz einfach abzuwarten. Auf jeden Fall finden bis dahin erst einmal weiter Tests in den Vereinigten Staaten statt und auch die ersten erfolgreichen Flüge sollen jetzt noch in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten stattfinden. Dort möchte man dann unter anderem Satelliten der NASA, der US Air Force oder auch des Unternehmens OneWeb ins All bringen. Die Firma OneWeb hat dabei zum aktuellen Zeitpunkt schon einen Vertrag über 36 Satellitenflüge beim Unternehmen Virgin Orbit unterschrieben.
und könnte auch durchaus einer der besten Kunden für Virgin Orbit werden, denn die Idee von OneWeb sieht ein 650 Satelliten umfassendes, ja, globales Netzwerk vor, mit dem man dann ein global verfügbares, weltweit gut verfügbares Satelliteninternet aufbauen möchte. Von Cosmic Girl und ihrer Rakete Launcher One könnte man also durchaus noch etwas hören in den nächsten Monaten und Jahren. Wir beobachten das einfach mal weiter. Bin sehr gespannt, was dabei rumkommt und ob das wirklich so funktioniert, wie man sich das zum aktuellen Zeitpunkt vorstellt. Aber ich denke mal, die Idee dahinter ist klar geworden. Und ich glaube auch, dass mit Hilfe des Beispiels OneWeb klar geworden ist, wie groß der Markt für diese Thematik in den nächsten 10 bis 15 Jahren werden könnte. Daher gibt es in dieser Richtung zum aktuellen Zeitpunkt auch so wahnsinnig viele neue Unternehmen, die hier irgendwelche Möglichkeiten bieten möchten, um einen Satelliten nochmal günstiger ins All zu bekommen als die Konkurrenz. Denn wenn jetzt ein Kunde kommt und der möchte wirklich 650 Satelliten ins All schießen, eventuell sogar über 1000 Satelliten, naja, dann guckt er vielleicht mal auf die Zuverlässigkeit. Natürlich macht er das, entweder er ist mit dem Produkt zufrieden oder eben nicht. Aber als zweites guckt er natürlich auch auf den Preis. Wer kann mir das am günstigsten anbieten? Denn bei 650 Satelliten macht das durchaus einen Unterschied, ob ich pro Satellit 10 oder 12 Millionen Dollar zahlen muss. Man erwartet also, dass es da in den nächsten Jahren einen richtigen Preiskampf, einen wirklichen Wettbewerb zwischen den Unternehmen geben wird, also quasi Low-Cost-Raumfahrt. Aber gut, die Idee ist dabei natürlich nicht neu. Seit den 90er Jahren beispielsweise gibt es die sogenannten Pegasus-Raketen, die mithilfe des Stargazer-Flugzeuges, also mithilfe einer ausgedienten Lockheed TriStar, ins Weltall gebracht werden. Und das funktioniert durchaus erfolgreich. Also man hat damit schon fast 100 Satelliten ins All gebracht. Dabei kostet ein Start mithilfe des Stargazer-Flugzeuges und der Pegasus-Rakete aber immer noch um die 40 Millionen US-Dollar. Und da möchte Virgin Orbit natürlich ab diesem Jahr mit knapp einem Viertel des Preises ankommen und damit auch Marktführer werden. Wenn es jetzt aber darum geht, möglichst schwere Lasten ins All zu bringen, dann kommen wiederum andere Unternehmen ins Spiel, die aber hier tatsächlich auch ähnliche Prinzipien verfolgen. Elon Musk beispielsweise mit seinem Unternehmen SpaceX. Oder jetzt natürlich auch Stratolaunch mit ihrem Trägerflugzeug, dem aktuell größten Flugzeug der Welt, das ganz nebenbei mittlerweile zum Verkauf steht. Während Elon Musk mehr oder weniger erfolgreich zum aktuellen Zeitpunkt versucht, Kosten zu minimieren mit Hilfe von wiederverwendbaren Boostern für seine Raketen bzw. auch wiederverwendbaren ersten Stufen seiner Raketen, da setzt das Unternehmen Stratolaunch genauso wie auch Richard Branson eben auf ein sogenanntes Trägerflugzeug mit dem großen Nachteil, dass Unternehmen wie SpaceX oder auch Virgin Orbit mittlerweile schon ein ganzes Stück weiter sind, denn die haben immerhin Raketen. Gut möglich also, dass dieses gesamte Stratolaunch-Projekt jetzt nach mehreren finanziellen Durststrecken und nach mehreren Rückschlägen vor dem Ende steht. Und da wird es dann sehr spannend sein, was jetzt wirklich mit diesem Trägerflugzeug, mit dem größten Flugzeug der Welt passiert. Das beobachten wir einfach mal weiter, da wird in naher Zukunft noch eine ganze Menge passieren und hoffen wir mal, dass Cosmic Girl noch lange mit dabei ist. Und in diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass wie immer ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Ein großes Dankeschön geht dann heute noch raus an Nico, an Recep und an Carbo. Vielen lieben Dank an euch drei für eine wirklich großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit helft ihr mir und dem Kanal sehr. Vielen lieben Dank an euch und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.